Hallo und herzlich willkommen zum Last Type Standing Runde 7. Ich habe ein richtiges Honigkuchengesicht gerade. Nee, warte, Honigkuchenmund gerade auf dem Gesicht. Wie auch immer, ich habe die letzte Runde gewonnen. Es ist unfassbar crazy. Die Frösche haben gewonnen und Shibi muss sich ein neues Deck aussuchen und ich kann das gleiche nehmen. Kannst du, hast du da, wie bist du mit dieser, wie kommst du mit dieser Rolle zurecht? Wie war so die Zwischenzeit, die letzten Tage, in der du, wie hast du die nieder, hast du dir psychologischen Beistand geholt? Also, was ist passiert? Ich habe nur Honigkuchen gehört. Der Honigkuchenmann ist wieder da. Freue ich mich. Die letzten Tage habe ich so ganz gut überstanden. War schon ein bisschen härter nach der Niederlage, aber war okay. War okay. Ja. Ich meine, ich habe ja so ein paar Spiele vorweg gewonnen, deswegen konnte ich das gerade so verkraften. Genau. War okay, war in Ordnung. Ich meine, jetzt nochmal eine Runde gegen die Frösche. Die haben mich aber überrascht, Kai, muss schon, ich sagen. Schon, oder? Also die Frösche die waren Banger schon so ein bisschen. Da waren doch irgendwie Karten dabei, die im ersten Durchgang gar nicht dabei waren. Also wir haben die Decks zwar unverändert gelassen, aber irgendwie ist das Frösche-Deck viel besser, als ich dachte. Vielleicht, weil es einfach nur zu schnell gegen die Mäuse rausgeflogen ist. Irgendwie Mäuse mit dem Agro-Start war einfach zu hart. Das Frösche-Deck, das sieht gut aus. Das wird jetzt gar nicht mal so einfach. Ja, aber es ist eins der wenigen Decks hier im LTS, die tatsächlich Ancestor Recall casten dürfen. Also ich hab mehrere davon. Ne? Die Otter haben Ancestor Recall gecastet, die haben nicht gereicht. Ja. Die Frösche haben Ancestor Recall gecastet, da hat es gereicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du jetzt ins Rennen führen wirst. Falls ihr die anderen Episoden auch noch sehen wollt, ein Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Da ist noch ein Link zu Shibis Kanal, ein Link zu allen Decklisten, die ihr euch reinpfeifen können. Jetzt bin ich super gespannt, was Shibi mir ins Rennen führt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein ins Match und ballern eine Runde LTS Frösche gegen was auch immer. Gegen Überraschung. Let's go. Das zweite Mal in Folge on the play. Was ist hier los? Oh, die Frösche. Ich habe auch einen Keeper hier. Wie sieht's bei dir aus? Das ist ein Keep. Ja, okay. Ja, dann haben wir noch ein Game, oder nicht? Also ich weiß ja nicht, was du spielst, wobei... Wir haben einen Keep. Wir haben auch eine gute Runde. Zack, ich bin schon auf 21. Guter Top-Deck. Let's go. Oh, ich dachte, das sind schon die Mäuse. Okay. Das wäre fies. Hyatt Claw tatsächlich. Okay. Ist auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das. Ja, das ist hier eher das Problem. Ja, gucken wir mal, ob das wirklich das Problem ist. Nette Verteidigung am Start. Aber ich würde tatsächlich gegen den Prophet tauschen. Der Prophet ist irgendwie extrem nervig. Aber ich kann doch gar nicht tauschen. Du kannst doch einfach +1/+1 geben. Oder nicht? Nein, kann ich gar nicht. Nein. Ach so, okay, ja gut, dann habe ich mich vertan. Schade. Ja, kann man doch mal ausprobieren, Kai. So ein kleiner Bait. Kann man doch mal reinbaiten hier, oder? Der ist... Oh. Jetzt ist aber hier... Das war ein Start. Das war definitiv ein Start hier. Heilige Scheiße, ey. Ah, hier, es wird schon... Ja, es ist fast ein Recall, aber nur fast. Ja, es ist nur fast ein Recall. Ein Mana zieht zwei, das ist ja regelrecht schlecht. Also, völlig unspielbar. Dass du sowas mitgenommen hast. Ja. Ich weiß. Also ich glaube, ich mache halt einfach mal einen großen Sunshower Druid hier fertig. So, das muss reichen. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Oh, okay. Fell auf Sunshower Druid finde ich in Ordnung, ja. Ja. Ich sehe schon. Da will ich wahrscheinlich nicht traden. Na gut, der Mentor ist irgendwie zu gut. Komm, mach mal Land. Oh, schade. Oh, das sind aber zwei schöne Karten gewesen, die dann nicht gespielt werden. Ja, trotzdem. Ja gut, so ist das manchmal mit dem Mentor. Der macht meistens, die erste Karte trifft meistens nie, wenn man dann keinen Mana mehr hat, aber ist okay. Ja. Wenn man das Land dahinter hat, dann ist das noch in Ordnung. So, wie spielen wir denn jetzt am schlausten? Die ganzen One-Drops mit Life-Gain? Die ganzen One-Drops mit Life-Gain wäre schlau. Ja, stimmt. Da. So will man starten. Ich meine, du hattest schon zwei. Bei mir kommt da nicht mehr viel. Was ist, wenn ich das mache? Funktioniert das? Maybe. Okay, spielen wir den. Und dann spielen wir den. Ey, die Frösche, das sind schon so ein Brainy-Deck hier wieder. Ja, dann, jetzt irgendwie Float 2 Mana. Genau, Float 2 Mana. Legt da eine Marke drauf. Grün, grün.
Nimm den auf die Hand. Spiel den aus. Und dann nimm den Sunshower Drill wieder auf die Hand. Eieieiei. Okay, gut. I mean, Dinge passieren. Ja. Man kann nicht sagen, dass Dinge nicht passieren. Ja, ja, ja. Aber dennoch, also ich meine, es ist halt ein Removal-Spell und dann ist halt wieder alles weg. Glücklicherweise ist schon ein Fell weg, also das hilft ein bisschen. Aber gut, glücklicherweise ist das zweite Fell natürlich noch da. Classic. Das ist nie weit entfernt. Die beiden greifen an. Hast du Scales of Shale? Das ist halt auch eine sehr gute Karte einfach, Scales of Shale. Okay, ich block mal nicht. Hab noch andere Pläne hier. Und was hitten wir da? Ein Gecko und ein Gaff. Das okay. Gibt's dort nicht. Einfach kein Land mehr auf der Hand. Nee, jetzt leider nicht mehr. Schade. Okay. Aber noch eine Hyatt-Claw. Also ich sag mal so, die Rare-Dichte ist auf jeden Fall da. Oh, das war ein ziemlich gutes Top-Deck. Holy shit, Alter. Wie machen wir das denn jetzt schon wieder? Top-Deck Clement, oder was? Der zweite? Yep. Das ist ein guter Top-Deck. Ich glaube, ich spiele trotzdem erst den aus. Den kann man ja dann auch nochmal zurücknehmen gleich, ne? Oder eine Marke hier. Dann Clement. Oh, das sieht echt gut aus. Marke. Ich nehme den zurück. Tappe den für grünes Mana. Der resolved. Das resolved. Nehmen wir den aus. Dann spielen Pawn Prophet wieder aus. Ist schon gut. Also Pawn Prophet Clement ist schon okay. Ja. Das ist schon eher ganz gut. Das ist schon eher auch value-orientiert hier. So. Und jetzt habe ich... Nee, das mache ich aber nicht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte... Arena zeigt mir an, dass ich den Sunshower Druid noch spielen kann, indem ich den 6-6er oder den 7-7er wegtappe. Da habe ich nicht so viel Interesse dran, ehrlich gesagt. Nee. Also, nicht? Nee, keine Ahnung. Wollte ich eher zum Blocken lassen, ja. Ja, Clement ist halt ein Banger einfach. Also das ist... Clement ist ein ziemlicher Karton. Der ist leider ziemlich gut, ja. Ich weiß, dass du einen Scales of Shale hast und das ist jetzt nur ein Chump Attack. Also hoffe ich. Oder gibt es irgendwie... Ah, es gibt so ein komisches Ding, das Damage-Kreaturen umbringt. Ja. Nee, du hast schon alles richtig erahnt, tatsächlich. Aber du brauchst ja... Also mache ich halt... Ja, ich mache zwei Schaden, krieg einen Trigger. Flame Cash Gecko und eine Blood... Immer in Land, aber ich weiß nicht, wie viele Länder du noch so brauchst. Ja, das brauchst du anscheinend nicht. Das Tapland brauchen wir nicht. Okay, verstehe ich. Hier gibt es nochmal extra Mana. Okay. Ah, und nochmal Pink. Ja, also ich sterbe sterb halt einfach an diesen Hyatt-Claws irgendwann. Ja, du hast halt nicht wirklich den Life-Gain. Ich komme da halt nie wieder durch wahrscheinlich. Ab jetzt halt irgendwie. Gleich ja, ab jetzt so kommst du nicht mehr durch. Ja, genau. Ja. 13 ist... Boah, ist machbar, aber ja, ein bisschen weniger fände ich auch ein bisschen geiler. Ja, mal gucken. Bisschen Life-Gain ist halt da. Life-Gain ist halt da, aber nicht so viel. Kann man halt auch immer wieder schön auf die Hand zurückholen. Ja, das stimmt. Ich bin halt auch irgendwie tot in 2-3 Angriffen. Hm. Ja, das stimmt allerdings auch. Naja, ich hole mir jetzt einfach sehr oft diesen Life-Gain-Eumel wieder zurück. Ja. Wobei, das könnten wir vielleicht noch mal... Oh, ja. Puh. Boah, es ist tatsächlich nicht so super leicht. Ich glaube, ich spiele so... Ich glaube, ein bisschen Live-Gain schadet nicht. Das ist so gut, ey. Geile Synergie. Also wirklich, die Frösche, die... Du hast übrigens recht gehabt, es sind tatsächlich 2 Runden. Ja, exakt 2. Und, puh, ja. Schwierig. Ich meine, 2 Fälle ist weg. Ich weiß nicht, wie viel Remove du in deinem Deck hast. Also Damage-Based ist jetzt, glaube ich...
außer Kraft gesetzt. Also musst du dich, glaube ich, schon relativ strecken. Da ist er wieder. Der Trigger ja, für Yisrael. Muss ich, ja. Verstehe ich. Mhm. Ich werde auf jeden Fall nicht mit den beiden wichtigen Kreaturen blocken. Der 4-Drop ist egal. Aber die Pawn Prophet und Sunshot will sie nicht. Ah, du hast sehr viele Flame Cash Geckos. Ja. Früher ja, wäre der noch ganz nice, aber ja. Das ist nicht so schlecht, auch hier mit Offspring. Es ist nicht schlecht, aber... Nee, das ist sogar relativ viel Schaden, ne? Ja, das stimmt. Aber jetzt muss ich halt den Trampelkollegen blocken und da werde ich wohl nicht mehr rauskommen. Aber ja, zum Glück Spiel 1. Direkt ja, spannend genau. Gestartet. Das ist Spiel 1, genau. Da kann noch eine Menge passieren. So. Ja, aber... Also ja, Spiel 1 jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber grundsätzlich... Nee, da, das werde ich wohl nicht mehr gewinnen können, glaube ich auch. Du hast ja doch einfach viel zu viel Live-Game. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Dann doch irgendwie, ne? Man hat dann doch irgendwie mehr Live-Game, als man denkt. Noch ein Prop. Boah. Gar keinen Bock mehr. Das sieht ziemlich nach gewonnen aus. Ha, wie stark wird so ein Mindcaller? Ich will es mir eigentlich nur angucken. 20-20. Da geht noch was. Da geht noch was, ja. Man kann den Druid dann nochmal zurücknehmen. Ja, den Druid nehme ich ja. Ich glaube, ich nehme mal lieber Pawn Prophet zurück, einfach für mehr Chains dann nachher. Ich glaube, so ist okay auch. Mehr Karten. Man muss hier gieriger sein. Musst du schon, musst 7 Toughness davor schmeißen. 8 Toughness. 5. Ja, stimmt. 8. 5. 6, 7. Ja. Oh, ja, dann halt so. ja, gut, dann gucke ich mir noch die oberste Karte an und dann können wir eigentlich Spiel 2 starten. Aber ganz so ehrlich, ich glaube, dass die Lizards on the Play auch ziemliche Banger sind. Also da würde ich sagen, also das ist noch lange nicht gegessen hier. Also wenn du einen guten Lizard-Start hast, puh. Schlecht sind die, glaube ich, nicht. Nee, glaube ich auch schlecht nicht. Schlecht sind sie nicht. Nee, also auf keinen Fall sind sie schlecht, aber ich weiß nicht, ob es jetzt eine gute Wahl gegen Frösche war, aber... Ich habe einfach mal ein starkes Deck genommen, dachte ich mir. Ja. Das war so die Überlegung. Gute Idee, tatsächlich. Kann man doch mal machen, oder? Einfach ein starkes Deck nehmen, ja. Not bad, ey. On the play. Hätte ich auch früher drauf kommen sollen. Oh, das ist eine starke Hand, ey. Aber, boah, das ist die beste Hand, die ich jemals hatte. Aber die hat kein Land. Ah, die Hand ist so busted. Ja, klar, ohne Länder. Nur das gute Zeug. Nur so das Clement, gute One Rocks und der Prophet. Kann man ja mal machen, ne? Ja. Jetzt ist aber leider. Jetzt ist nur das miese Zeug da, leider. Naja. Müssen wir so starten. Ah, okay. Bloodfell Caves. Ja, ich werde mal so starten. Ja. Er ist doch ganz nett. Mit so einem kleinen Mightcaller. Nett. So, jetzt wird aber dagegen direkt gefällt, wahrscheinlich. Oder so. Kein Bock. Nee. Ah, okay, der ist fein. Also ein kleiner Charger. Okay, na gut. Jetzt könnte ich diese sogenannten Sachen, diese Ressourcen gebrauchen, die Spells casten. Die könnten jetzt oben auf meiner Library legen. Das fände ich ganz nett. Gucken, ob das auch klappt. Oh, ich glaube, die Frage ist, wen du umbringen willst, ne? Nicht ganz. Okay. Auch ein guter Junge, der Weinlasher. Ah, diese Incidental Life Losses sind schon nicht von ungefähr hier. Nee, komm. Dauerport Mage macht nix. Flame Cash Gecko. Oh, mit extra Mana. Ey, spielen wir hier Constructed oder was? Alto Bello. Ja, musste ich kurz drüber nachdenken, wie ich das machen will. Was ist denn hier die Line, Alter? Das ist ja mal völlig insane. Ah, das war's leider nicht. Leider nicht. Ja. Nicht ganz der Recall.
Hat auch leider nicht so wirklich. Hat leider nicht so wirklich was gebracht, ey. Nicht so wirklich. Warte. Hast du ein Mana Protection? Wie du siehst, eher nicht. Eher nicht, ne? Eher nicht so viel. Ach, ich kann immer noch nicht gut angreifen, aber. Wie viele Fels hast du denn? Nicht so viele. Oh. Ja. Immerhin mal eine Karte getroffen. Ja, das stimmt. Mein Mana ist ein bisschen komisch, aber passt. Bis hierhin passt das. Das ist halt extrem awkward, aber ich glaube, ich mach das so. Ja, okay. Und dann sagen wir go. Ja. Die Bonuskarten hätten. Was kann eigentlich mein Land? Ah, return ein. Auch nett. Ja, das Land ist auch nicht schlecht. Ja. Oh, okay, du hast Gates of Shale. Na gut, ich werde es mir zeigen lassen hier. Ja. Ja, ne? Ja. Schon nicht so wenig One- und Two-Drops bei dir im Deck auf jeden Fall. Das ist ein bisschen annoying. Das ist schon ganz nett. Ich habe noch Discard a Card, Draw a Card könnte ich noch machen. Aber, ja, gucken wir mal. Leg erstmal einen 4-4er hin. In der Hoffnung, dass er nicht weggefällt wird. Nein, das ist. Ja, okay, der wird damit natürlich, ja. Wie viel? Das ist schon das dritte Fell, ey. Nicht schlecht. Dann läuft das Deck bei mir. Okay. Ja, und dann auch noch Double spellen können. Eieieiei. Okay, dann bin ich einfach raus, glaube ich. Das war das zweite Fell, oder? Ja, du hast eins geexiled schon. Eins geexiled, ja. Es sind nur noch eins im Deck, zumindest. Genau. Okay. Wenigstens habe ich hier Triple Charger jetzt auch. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist einfach immer Smash alle, oder? Ja. Smash alle reicht ja. Du hast ein Weinlash und du hast ja alles. Smash alles gut. Smash alles einfach schon quasi gewinnen. Jetzt mit Landfall und Steam Pass Charger und. Das ist nicht sogar schon lethal? Ich gehe auf 1. Ja, Land ist lethal. Das ist nicht cool. Land ist lethal ist nicht eine Position, wo ich gerne drin bin. Sagen wir es mal so. Ich mache aber jetzt nicht Gecko aktivieren für ein Land, glaube ich. Das wäre ein geiler Move gewesen, aber. Ich glaube nicht. Splashlasher. Kann man ja schon mal in die Kommentare reintun an der Stelle. Wie immer, ja. Eigentlich schon. Ja. Bester Kommentar. Der ist zu gut. Der ist zu gut. ja, das leider hat es nicht mehr gereicht. Nee, da kann ich nichts machen. Entscheidendes Match. Entscheidendes Match. Aber die Frösche sind on the play. Es war im Mulligan. Ja. Aber es war eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Hand. Ey, Mann, hätte ich da anstelle von 7 Spells 2 Länder gehabt. Ja. Okay. Ist schon wieder ein Mulligan. Einfach zu langsam, glaube ich. Okay, Situation hier, glaube ich. Ist okay. Die ist okay, aber naja, ob das reichen wird. Nun ja, werden wir sehen. Mal gucken. Mightcaller. Okay, sehr interessante Hand. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Wie machen wir das denn jetzt? Google Port Mage. Okay. Da müssen wir wohl mit dem mal starten hier. Der ist auch ein solider Boy. Noch gar nicht gesehen, ne? Ein solider Boy, kann man sagen. Der ist sehr solide. Beim Mana tappt eine Mightcaller auf der Hand? Nee, nicht ganz. Okay. Der gute Clement ist am Start. Das ist ja relativ gut. Weiß ich noch nicht. Mal Luki machen. Der Gäfe möchte mal Hallo sagen, erstmal. Ja. Der sagt mal Hallo, ja, okay, gut. Dann sagt er mal. Der sagt mal Hallo. Darf er auch. Darf er auch, ja, klar. Okay, dann haben wir hier Gecko. So einen Gecko. Ja, der ist gut. Ist ein guter. Was ist besser als ein Gecko? Mhm, klar, natürlich. Zwei Geckos. Wenn schon, dann musst du jetzt natürlich auch wieder die absoluten Nuts rauslegen, ne? Ist ja klar. Ja, ist ja offensichtlich. Letzte Handkarte, ist die gut? Oder? Ja, ist natürlich ein komplett sinnvoller Draw gewesen.
Was geht, Alter? Junge, 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 Junge. Hey, die Echsen können auch ein paar Sachen machen. So ist das nicht. Geth ist halt wirklich eine gute Karte. Ja, und Doppel Burning Tree Emissary plus 3 drauf hinterher. Also ich meine, du hast 5 Spells. Sehr okay. Ist schon okay. Ist schon 1 und 2. Okay. Ja. Ist okay. Dann spielst du gleich wieder ein Recall. Ja, da muss ich ja vorbereitet sein. Dir fehlt halt auch irgendwie nur ein gescheiter Frosch, ne? Der halt kein Dual Port Mage oder Might Caller ist. Dann könntest du halt die ganze Zeit Action machen. Alles in allem nicht so geil. Was machen wir denn da jetzt? Also ich habe... Another Tiger Creed. Also, ich tappe den. Nicht das, was ich sehen wollte. To be honest. Drei Karten gezogen, fast ein Recall aber, ne? Ja. Hat ein bisschen Mana gekostet. Ja, genau. Das war jetzt... Leider. Im Endeffekt... Aber es ist krass, weil du hast den Zug mit einer Handkarte begonnen, ne? Davon abgesehen. Naja, das stimmt schon. Ich glaube, das ist nicht zu besiegen, oder? Oh, nee, du hast ja noch. Ne? Du hast ja 2 Mana so gesehen, ne? Ja, ja, aber nicht. Nicht für, es geht nur für Creature Spells auch. Jo, 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 jo. Ja, ja, okay. Ah, jo. Kleiner Fight. Trading Gift, ja. Ja, viel dahinter habe ich nicht. Okay. Gehst du auf Quartett oder was? Ja, aber ich glaube, es reicht alles nicht mehr. Es ist halt schön, so ein Quartett zu haben, aber ich glaube, es bringt alles nichts mehr. Wenn du alles hast, kann ich ja nicht das Spiel gewinnen. Leider ja. Das ist leider nicht möglich. Also alles habe ich auch tatsächlich. Ja, du hast tatsächlich einfach alles. Alles einmal. Ja, okay. I'm sorry. Ja, da kann ich nicht gewinnen. Das ist komplett unmöglich. Bläschlächer nochmal für die Kommentare zum Abschluss. Ah, wobei, Stun. Ach, come on.
Das ist unschlagbar. Ja, okay. Die Frösche haben sich gewehrt, aber die hatten leider. Also, ich meine, du hast halt einfach schneller die Nuts. Du hast halt einfach 700 Mana in zwei Zügen gespielt. Das können wir nicht schlagen. Ja, das war schon soweit ganz gut. Ich überlege jetzt gerade, was ich tatsächlich machen will. Ich glaube. Moment, kostet das rot? Ach, wie nervig, dass das auch rot. Ah, ich hätte das eventuell mit dem Gecko abwerfen sollen. Das sehe ich jetzt erst. Ah. Ja, egal. Nächste Runde der Gecko wieder. Ja, nächste Runde leider der Gecko wieder, ja. Ja, 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 ja. Ich hätte gerne noch die. Oh, na gut, kein Gecko. Ich hätte gern die. Oh, die Hyatt. Hm. Ha. Ha. Ich kann leider nicht pumpen. Hm. Ja. Ein Mana Exile. Der Marke wiederholen. Das zieht sogar Karten. Jetzt traden. Ah, oh, wie ätzend. Mein rotes Mana ist einfach. Ich kann nichts doppelt machen. Das stimmt, ja. Ja, nee. 4-3er-Angriff wäre noch ganz nett gewesen. Dann hätte ich wieder die Hyatt Claw getriggert, aber das klappt alles nicht gleichzeitig. Na! Ah! Jetzt nicht hier Lily Splash Mentor Splash Slasher Combo. Die Splash Combo, Kai, jetzt hör auf. Es wird einfach die Splash Combo gemacht hier. Was soll wenn ich dir jetzt sagen? Hier, wenn dich jetzt hier raus splasht noch, dann kriege ich die Krise. Oh Gott, ey, ich habe keine Ahnung. Ja, wirklich nicht mehr angreifen, so wirklich nicht. Na toll. Okay. Ja, okay. Das ja, war. Irgendwas wirst du schon noch ziehen. Ja, der mit Offspring ist schon mal ein ganz guter Start, glaube ich. Der mit Offspring ist auf jeden Fall kein schlechter Start, ja, ja. Okay. Wird weiter gesplashed. Wir brauchen Dinge. Ey, 3 Mana, Tap 1, dann einziehende Karte. Das ist halt. Das ist nicht schlecht, was du da machst, immer noch. Ich brauch tatsächlich aber immer noch. Glaube ich. Also, ich muss halt immer noch, glaube ich, anders. Also, ich muss halt noch einen Polywallop oder sowas ziehen, ansonsten bin ich immer noch tot. Ja, ne, ich bin einfach immer noch tot, glaube ich. Kann ich nicht schlagen. Also, ich entwickle mein Board ja nicht weiter. Du kannst einfach jedes Mana in dein Board pumpen und. Oh, interesting. Ich würde ja echt gerne einen Schaden machen, ne? Verstehe ich. Ich würde dir echt gerne einen Schaden machen. Das verstehe ich. Wollen wir mal angreifen? Ah, nee, nächste Runde. Einen warte ich noch. Okay, verstehe ich. Ja, macht Sinn. Ja, doch, einen warte ich noch. Jede Runde ist halt Risiko für mich auch zu warten. Okay, das war jetzt nicht so schlecht. Mhm. Fehlt nur der Clement eigentlich, ne? Oder hast du nur 2 im Deck? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube, Clemens bin ich eigentlich fully loaded, ja. Hast 4 im Deck, okay. Ja, ich glaube schon, ja. Und dann ist ja noch alles offen. Fehlt nur noch der Life-Gainer. Ah, look out. Ah, das hätte auch noch ein Life-Gain-Land sein können. Oh, das wäre extra geschmeidig. Ja. Ja. Hätte ich mal am Anfang den Geff da nicht. Doch, an der Stelle, wo ich den reingetradet habe, wollte ich ihn unbedingt reintraden. Ich glaube, das war okay. Oder hast du den? Ne, ich habe den getradet. Glaube ich. Du hast den getradet, ja. Ja. Interessant. Die Karte habe ich noch gar nicht gesehen, dass die in meinem Deck ist. Oh, dann ist okay. Es auf jeden Fall kein Fell, weil das haben wir schon sehr viele gesehen. Es ist kein, erstaunlicherweise kein Fell.
Es ist auch keins. Oh, dann weiß ich ja, welche Karten es nicht sind. Ja, offensichtlich. Ja, klar, natürlich. Ja. Ist ein Okay. Anfang. Ah, das Blöde. Ja, okay. Ich sehe das Problem. Also, was heißt, ich sehe mein Problem, weil du einfach 7 Milliarden Karten siehst. Ja, jetzt Aber kann ich endlich was machen. Ja, hat lang genug gedauert. ja. Lands vielleicht? Geth vielleicht? Hyatt Claw ist auch schon ziemlich dumm, ja. Ja, Haya Claw ist sehr gut. Und ein Geth. Ist nicht schlecht, ja. Ja, so viel Removal hat das Deck leider nicht. Die kann ich nicht ziehen. Nope. So viel Removal hat das Deck leider nicht. Dann so viel Life Gain. Ja, wobei, da kommt noch was. Aber mein nächster Angriff, ja, Hyatt Claw ist es halt, ne? Die pingen gleich nochmal für zwei. Gucken. Okay. Okay. 1000 Leben die Runde. Das geht natürlich auch. Zurück auf 8. Schade, dass die Hyatt Claw immer nur einmal triggert. Ja, das ist wirklich Und nicht Angriff unlucky. alle und dann Ping 16 oder so. Das wäre okay. Unlucky, ey. Einfach mal unlucky. Ey, Meine du Fresse. mogelst dich da eventuell noch raus. Es gibt es doch nicht. Splasher-Kombo. Topdeck-Land ist es eher nicht. Ja, gut, du ziehst da jetzt auch 6 Karten Ja, pro Runde. Also, das ist wir ja. ziehen jetzt noch mal was, ja. Ding, ding. Burn wäre auch extrem geil in meinem Deck, aber habe ich, glaube ich, nicht. Ist ja Block constructed. Ja, Burn gibt es nicht so viel. Stimmt, wir haben wenig Burn im Format, ja. Ja. Oh ja, da ist es doch schon auch ganz schön. Das ist ja Weinlöscher ist gut, doch dass mal du ein Treffer. keinen Burn im Deck hast. Stimmt, jetzt wo du Stimmt, sagst. stimmt. Das ist kein Burn. Das ist Landfall. Dann nehme ich lustigerweise mal das Land, würde ich sagen. Ich habe einfach keine. Ich habe mal das Froschdeck, also ich habe ja 70 Karten gezogen, aber ich habe keine Das. Removal im Deck, also von Nee, es daher. ist nicht lethal. Aber almost. Muss 59.000 Removal ziehen jetzt. Das wird schwierig. Sag ich mal, go. Das sieht doch ganz nett aus. Die Hyatt Claw Weinlöscher Combo. Die Frage ist, wie viel Leben kannst du dir machen? Nicht ganz so viel, hoffe ich. Ja, so viel auf jeden Fall nicht. Nicht ohne Clement halt auch, ne? Genau, also mir fehlen irgendwie. Ja, wobei Blocker wegtappen ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so geil jetzt, ne? Naja, du greifst ja einen. Du Chumps attackst ja nur noch. Ja. Also ist ja auch egal. Und. Yes. In der Sonne gebadet. In der Sonne gebadet. Ja, so heißt es. Ist krass, du hast nur noch 30 Karten im Deck. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Damage nehme ich auf jeden Fall. Noch 4, 1. I don't know, mal gucken. Mehr Mighty Might Caller.
Ich mach das schon mal kurz. Ah, Agate Assault. Okay. Ja. Ja, das war die Karte, wo ich nicht wusste, dass ich die überhaupt im Deck habe. Ja, verstehe ich. Ja, also angreifen brauche ich erstmal nicht. Nett. So, wie rum spiele ich das jetzt am schlauesten? Irgendwie muss ich dir einen Schaden machen. Der als erstes. Ja, das ist ja relativ easy. Das, ja, sieht doch recht sinnig aus. Ping, ping. Und dann gucken wir mal, was die Mentoren rauswerfen. Am besten noch ein Weinlöscher. Ich mache Offspring und ein Land. Läuft, oder? Klingt nach einem Plan. Feld ist nicht schlecht. Ja, Feld ist okay. Weinlöscher. Das war der Plan. Weinlöscher, Offspring. Das ist schon nicht schlecht, ey. Warum ziehst du denn die Karten, die du brauchst? Die man auch so will, ne? Die man auch so haben möchte. Ich meine, ich habe jetzt die Hälfte meines Decks gesehen und einfach nicht. Also wenn ich zwischendurch... Ja, jetzt bin ich halt offensichtlich tot. Also wenn du eine Echse und einen Weinlöscher hast, dann überlebe ich noch auf einem Leben vielleicht oder so, aber... Ja, aber... Die Mentoren, ne, die ziehen ja dann auch ordentlich die Karten. Schade, ey, aber Shoutout an die Frösche. Geiles Deck. Wirklich für mich die absolute Überraschung bisher in diesem LTS, sag ich mal. Richtig geil, ja. Der Überraschungsteipel für mich. Haben leider nur einmal in der Sonne gebadet, ja. Obwohl viel dabei war. Aber gut, okay, war trotzdem ein gutes Match. Man hätte denen ein bisschen mehr Removal geben müssen tatsächlich. Aber okay, naja gut, das wissen wir fürs nächste Mal. Dann, wenn wir bei vielleicht bei Duskmourn wieder ein Last Type Standing machen. Bin mal gespannt, was da übrig bleibt. Vielleicht Dämonen? Mal gucken. Ja, was kommt da vielleicht? Dämonen, Vampire, Zombies vielleicht? Ey, da könnte einiges kommen. Schrecken, Spirits, Kithkin, man weiß es nicht. Irgendwelche hoppelnde Bobbel. Ich sag auf jeden Fall, es war sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Aufnahme, für das lange Game. LTS geht dann bei dir in die 8. Runde. Also wer weiterschauen will, wie die Lizards performen gegen die restlichen Decks von mir, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu allen bisherigen Matches, zu den Decklisten, zu Shibis Kanal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.